erwarten, dass wenn man meditiert, der Geist ruhig zu sein hat. Also das Thema ist heute Ruhe und Entspannung hier, sofort, jetzt. So geht das nicht. Aber das ist das, was die Leute erwarten. Es gibt da ein paar Tricks, werden wir auch gleich testen. Und zwar, indem man Körpergefühle stärker sein lässt als das, was der Geist zu erzählen hat. Das führt nicht zur Selbsterkenntnis, das ist aber das, was man anwenden kann. Oder man gibt dem Geist Futter. Klangschalen, geführte Meditationen, damit dieser Geist sich an etwas halten kann. Der ist dann ja nicht wirklich ruhig. Unser Weg ist, von selber zur Ruhe gekommen ist. Und das dauert ziemlich lange. Wenn man eben darüber lernt, was verhindert denn die Ruhe des eigenen Geistes? Und am Anfang sind das ziemlich heftige Geschichten. Deswegen machen wir das mal über eine nicht ganz brutale Art und Weise. Ihr wisst, diese Visualisierungsgeschichten benutze ich ganz, ganz selten, auch weil die sich abnutzen und die eigentlich auf den einzelnen Menschen bezogen sein sollten. Und das geht hier YouTube-mäßig nicht. Na, dazu müsste ich dich ganz im Speziellen zumindest kurz kennen. Ansonsten sind das solche Allgemeinplätze und das mache ich nicht. Das finde ich ist Unsinn. Was aber geht und auch sinnvoll ist, mache ich selber sogar. Ich weiß, ihr mögt das wahrscheinlich nicht, aber ich zeige euch den trotzdem. Fuß in die Kamera halten, hier dieser Punkt. Quellpunkt, der wichtigste von all diesen Akupressurpunkten, der ist deswegen gut, weil man da auch ein bisschen was spüren kann. Der ist also nicht nur zum Auswendiglernen, der sollte das und das können. Ihr könnt ihn drücken und könnt dann merken, was da los ist. Bei manchen Leuten, also gerne auf beiden Seiten, ja, bei manchen Leuten ist da erstmal enorm viel Verspannung. Habt ihr schon was gelernt? Da ist Verspannung. Man drückt dann nicht so doll und massiert ein wenig. Also wenn man normal Gedanken hat, nicht irgendwelche Angstschleifen oder irgend sowas, sondern einen normalen Alltagsstress, der nicht so richtig zur Ruhe kommt, kann man diesen Quellpunkt ein wenig massieren und auch gedrückt halten, während der kurzen Meditation. Was wir jetzt machen. Wir nehmen mal so ein Körpergefühl. Hallo Andreas. Ich lese das nachher durch. Wir nehmen mal so ein Körpergefühl als Anker. Sowas kann man machen. Also so ein Druckpunkt drückt nicht zu doll, soll angenehm sein. Und achtet dann eben auf euren Körper an genau der Stelle, was dieser Druckpunkt sonst noch für Auswirkungen in eurem Körper hat. Und dann sollte es eigentlich so sein, dass der Geist erstmal ruhig ist, weil er eben interessiert ist, was das nun soll.
Ist aber auch ein Beruhigungspunkt, ein Harmonisierungspunkt. Und wie immer, wenn ich mit den Füßen umgehe, man kann das auch ab und zu mit den Händen an der gleichen Stelle machen. Aber jetzt zur Meditation. Es ist besser, bei einem zu bleiben. Ja. Fühlt die Auswirkungen. Schließt die Augen, selbstverständlich. Atmet vollständig. Drückt ein wenig diesen Quellpunkt, nicht zu doll. So, dass ihr die Aufmerksamkeit auf den Körper nicht so leicht verliert. Auf den Atem achten. Und auf den Druckpunkt und alles, was der Druck so bewirkt. Andere Stellen im Körper, die sich melden, natürlich wahrnehmen. Und immer wieder zurück zum Körper, wie er da atmet. Nochmal diesen Druckpunkt wahr. Für 3 Atemzyklen. Und dann öffnet langsam die Augen. Und wie ihr seht, ich halte diesen Druckpunkt immer noch aufrecht.
Es gibt auch andere Varianten, also nicht andere Varianten, sondern zum Beispiel Finger festzuhalten und immer zu spüren, was das für Auswirkungen auf euch hat. Ja, auf den Körper, wo könnt ihr das spüren, wenn ihr verschiedene Finger nehmt? Ruhig im Alltag, ja, und dann auch ab und zu benutzen. Weil mit Schuhen kommt man nicht unter den Druckpunkt. Man kann gegenüberliegend diesen Spann benutzen manchmal. Aber besser ist der Druckpunkt, wenn ihr abends zu Hause seid oder so. Und dann ist der ist gut zum Beruhigen auch. Also Körperempfindungen ein wenig herbeiführen, ein wenig forcieren, kann euch helfen, den Geist zur Ruhe zu bringen. Ich mache das selber manchmal, aber auf die Dauer ist es besser, darauf zu hören, was der Geist, wenn er denn was erzählt, zu erzählen hat und damit langsam umzugehen. Manchmal ist das wirres Zeug, ja, ein bisschen wie ein Traum. Manchmal ist das kreist ja von einem Thema zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, aber das ist dann ein großer Kreis und die Themen tauchen immer wieder auf. Auch das wahrzunehmen, welche Themen das sind. Ihr müsst da keine große Sache von machen, aber wenn manche Themen im Laufe der Wochen immer wieder auftauchen, dann sollte man sich da mal mit beschäftigen. Nur noch eine Anekdote aus meinem eigenen Studium, das kennt ihr aber auch aus der Schule, dazu müsst ihr nicht irgendwo studiert haben, ist immer vor einem Test, vor einer Klausur, kriegen die meisten, fast die meisten, Schlafprobleme. Wir wachen auf, weil sie Angst haben, weil der Test gleich kommt. Ah. Besser ist es, stetig, ja, alle blöden Leute sagen euch das, besser ist es, stetig ein wenig zu machen, also eure Hausaufgaben. Manchmal gibt es so Kurse, also in der Uni gab es eben Kurse, in denen zusätzlich zum Vorlesungsstoff eben Vertiefung oder eigentlich der Unterricht stattfand, wo man eben an bestimmten Aufgaben arbeitete und auch Mitschriften dann daraus entstanden und so. Und diese, also erstens Mitschriften in den Vorlesungen zu machen, zumindest stichpunktartig, damit man weiß, was denn heute dran war. Außerdem wirft das eine andere Art des Lernens an. Man hat einen Überblick, was überhaupt dran kam. Dann diese Kurse, was haben wir da gemacht? Und wenn ihr das geordnet habt, wiederfindbar, und ihr wisst ja, in einem Monat, oder jetzt haben wir Halbzeit, jetzt mache ich mal einmal gucken, was wir bis jetzt hatten. Easy, locker. Und in einem Monat kommt die Klausur oder der Test. Dann macht man das nochmal. Guckt sich vielleicht ein, zwei Sachen an, wo man dann da sagt, oh, was war das denn? Weiß ich gar nicht mehr. Und dann nochmal ein bisschen nachgucken, das auffrischen, vielleicht sogar eine Frage stellen, in Bezug zu dem, was man nicht verstanden hat, obwohl das schon wieder länger her ist. Und was glaubt ihr, wie der Test abläuft? Besonders wenn ihr dann wisst, ihr guckt erst die Punktzahlen durch und antwortet erstmal auf die mit den meisten Punkten und dann macht ihr, ne? Also da gebt ihr euch die richtige Zeit und den Rest arbeitet ihr einfach so runter. Ne? Easy. Super simpel. Ne? Kein Stress, kein Angst. Und meistens
viel, viel bessere Ergebnisse. Und das angewandt auf euch selber. Körperempfindungen helfen, man wird da auch besser drin. Deswegen gehören meiner Ansicht nach eben auch solche langsamen Bewegungen, komplexe, weniger komplexe, mit zum Weg. Ja? Und in der Meditation feststellen, was ist da, und langsam damit umgehen, langsam vom Groben zum Feinen. Aber Körperempfindungen kann man forcieren. Ja? Also Ruhe, jetzt hier, Entspannung sofort, geht, aber es ist ein Pflaster. Es ist nicht dazu da, dass ihr solche längerwierigen Wackersteine andauernd mit einem Pflaster überklebt. Es gibt Techniken, die quasi endlos so sind. Man kann dann immer um die Problempunkte des Geistes immer drum rumschiffen, immer, immer wieder. Und er freut sich an der Ruhe und kommt niemals weiter. Nicht unser Weg. Aber Körperempfindung führt so gut. Okay. Nun schaue ich mal.